Punkt 16, Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Dresden Zero Klimaneutralität für Dresden bis 2035. Hier gibt es einen Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion, der eingebracht in der Fraktionsrunde. Dann hätten wir zweimal Rederechte für Herrn Nils Aldag, den ich dann zunächst nach vorne bitten würde, und dann den avisierten Redebeitrag von der Prorektorin der TU Dresden als Videobeitrag. Und wir steigen dann ein in die Fraktionsrunde. Die CDU würde beginnen, damit Sie schon mal sich vorbereiten können. Also zunächst darf ich Herrn Aldag bitten zu seinem Beitrag. Auch Sie haben, wir die Stadträtinnen und Stadträte, auch 5 Minuten Redezeit. Und herzlich willkommen. So. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hilbert, sehr geehrte Mitglieder des Dresdner Stadtrats, zunächst erstmal herzlichen Dank für diesen besonderen Moment. Es ist für mich als Bürger der Stadt Dresden wirklich ganz spannend, mal vor Ihnen zu stehen und sprechen zu dürfen. Und das zu einem Thema, das mir persönlich besonders wichtig ist, aber das auch unserem Unternehmen wichtig ist. Wenn wir die drastischen Klimakatastrophen verhindern wollen, dann müssen wir als globale Gesellschaft bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Die Wissenschaft geht davon aus, dass Deutschland schon bis etwa 2035 klimaneutral sein muss, wenn unser Land einen angemessenen Beitrag zum globalen Klimaziel leisten soll. Deutschland und insbesondere seine Großstädte, wie zum Beispiel auch Dresden, müssen hierzu einen Beitrag leisten und ihre Vorbildfunktion einnehmen. Die technischen Lösungen, um klimaneutral zu werden, im Stromsektor, im Heizungssektor und auch im Mobilitätssektor, sind dafür heute vorhanden. Über diesen offensichtlichen Aspekt hinaus hat das Thema Klimaneutralität speziell für Dresden aber noch eine weitere Bedeutung. Dresden ist nämlich Hightech-Stadt. Wenn man die Ansiedlungen, Investitionen, Firmengründungen der letzten 10 Jahre gedanklich durchgeht, dann kann man als Dresdner besonders stolz sein. Sunfire ist eines dieser Hightech-Unternehmen. Wir stellen komplexe technische Anlagen her, mit denen grüner Wasserstoff und erneuerbare Kraftstoffe erzeugt werden, die fossiles Erdöl, Erdgas und Kohle in der Zukunft komplett überflüssig machen können. Gemeinsam mit 2 Freunden habe ich das Unternehmen im Jahr 2010 gegründet. Wir haben im Bereich Wasserstoff neue technologische Maßstäbe gesetzt. Das ist 12 Jahre her. Und das ist in etwa die Zeit, die wir haben, um bis 2035 klimaneutral zu werden. Und in 12 Jahren ist extrem viel möglich. Heute beschäftigen wir bei Sunfire über 500 Mitarbeitende, einen Großteil davon in Dresden. Wir haben über 500 Millionen Euro an externen Mitteln eingeworben, um unsere Vision zu realisieren. Und vor kurzem haben wir unser Grundstück in Dresden um zusätzliche 15.000 Quadratmeter erweitert, um hier in der Stadt Dresden weiter zu wachsen. Das, was unser Thema, aber auch viele erneuerbare Energiethemen besonders macht, ist, dass die Fähigkeiten, die man braucht, um solche Anlagen zu bauen, Fähigkeiten sind, die wir hier in Deutschland im Maschinenbau, aber auch im chemischen Anlagenbau haben. Das heißt, diese klimaneutralen, sauberen Technologien können ein wahrer Jobmotor nicht nur für Deutschland, sondern auch insbesondere für Sachsen sein. Was im Fall von Sunfire, wie eine lineare Erfolgsgeschichte klingen mag, stand in so einigen Momenten kurz vor dem Scheitern. Gerade in diesen schweren Zeiten haben wir unsere persönliche Motivation daraus gezogen, mit unserem Handeln einen echten Beitrag zum globalen Klimaziel leisten zu können. Die Welt positiv zu verändern. Das war und ist unsere zentrale Antriebskraft bei Sunfire. Höre ich mich heute in unserer Belegschaft um, dann hat sich genau diese Motivation in keiner Weise verändert. Im Gegenteil. Unsere Mitarbeitenden verlangen von uns, von der Geschäftsführung, Grünstromnutzung, Jobrad und Jobtickets, eine Reduzierung unserer Reisetätigkeiten, Elektromobilität und echtes Vorbildverhalten. Wenn wir um Mitarbeitende werben, dann spielen diese Kriterien eine zentrale Rolle für die finale Jobwahl.
Wir stellen aktuell 10 bis 15 Mitarbeitende pro Monat ein, haben über 60 offene Stellen und wollen bis Ende 2023 um weitere 250 bis 300 Arbeitsplätze zu großen Teilen hier in Dresden wachsen. Stellen Sie sich den Wettbewerbsvorteil vor, wenn wir als Unternehmen damit werben könnten, dass Dresden heute bereits klimaneutral ist. Dresden ist und bleibt unsere unternehmerische Heimat. Wir setzen uns hier für wirtschaftliches Wachstum ein und möchten unsere Elektrolyse, unser grünes Wasserstoffgeschäft weiter ausbauen. Es ist uns ein großes Anliegen, die Stadt Dresden als attraktiven Arbeits- und Wohnort für internationale Talente mitzugestalten. Der Beschluss zur Klimaneutralität 2035 sorgt dafür, dass unsere Stadt noch attraktiver für Fachkräfte, für Top-Talente und Unternehmen aus aller Welt wird. Wir sollten daher nicht nur, sondern wir müssen als Hightech-Stadt im eigenen Interesse mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn die Argumente Wirtschaftswachstum und Talente nicht ausreichen, dann bleibt unsere Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen, einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Und deswegen sprechen wir uns bei Sunfire mit einem dicken Ausrufezeichen für die Klimaneutralität Dresdens bis 2035 aus. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Alter, für Ihren Beitrag. Und jetzt wäre es an der Zeit, den Einspieler zu machen von Frau Professor Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Hilbert, sehr geehrte StadträtInnen und Stadträte, vielen Dank, dass ich heute Abend hier im Stadtrat als Vertreterin der Technischen Universität Dresden sprechen darf, wenn auch leider nur per Videobotschaft und nicht persönlich hier vor Ort. Die Landeshauptstadt Dresden soll bis 2035 klimaneutral werden. Die TU Dresden stellt sich hinter dieses von Dresden Zero ausgerufene und mit Hilfe eines erfolgreichen Bürgerbegehrens mit knapp 25.000 gültigen Stimmen in den Stadtrat eingebrachte Ziel, denn eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit stellt der vom Menschen verursachte Klimawandel dar. Die daraus resultierenden, verheerenden Gefahren für die Ökosysteme unserer Erde bedrohen unseren Planeten und damit auch die Existenz menschlichen Lebens, unsere Existenz. Nur ein verantwortungsbewusster Umgang mit den verfügbaren Ressourcen sichert die Lebensgrundlagen heutiger und zukünftiger Generationen. Den Kampf gegen die Klimakrise können wir nur gemeinsam bestreiten. Klimaneutralität können wir nur gemeinsam erreichen. Deshalb unterstützen wir das Bürgerbegehren von Dresden Zero als einer Initiative aus der Dresdner Stadtgesellschaft. Wie die Landeshauptstadt Dresden, die ja bereits ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept vorliegen und auch Klimaschutzziele definiert hat, hat sich die TU Dresden auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht. Zahlreiche Gremien an unserer Universität haben sich intensiv mit den Themen Klimakrise und Klimaschutz beschäftigt. Unsere Forschenden leisten ihren Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz durch innovative Forschungsprojekte, etwa in den Bereichen Leichtbau, Gebäudeenergietechnik, Verkehrsökologie, in der Wasserstoffwirtschaft, den Informationstechnologien und der Mikroelektronik oder auch in den Material- und in den Forstwissenschaften. Es geht hier um neue Materialien, um Energieeffizienz, um Ressourcenschonung. In einem breiten, partizipativen Prozess hat die TU Dresden zudem in diesem Jahr eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die von einem konkreten Maßnahmenplan begleitet wird und im ersten Quartal des nächsten Jahres verabschiedet werden soll. Um zuallererst auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zu reagieren, orientieren wir uns am Konzept der sogenannten starken Nachhaltigkeit, bei dem der Ökologie gegenüber Ökonomie, Kultur und Sozialem eine gesonderte Rolle zukommt. Klima- und Umweltschutz bilden also die Grundlage für alle anderen Entwicklungsfelder. Und in dieser Nachhaltigkeitsstrategie werden auch wir uns zum Ziel setzen, bis 2035 klimaneutral zu sein.
Und dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn wir kooperieren, wenn wir die Unterstützung der sächsischen Landesregierung haben und jene der Landeshauptstadt Dresden. Warum 2035? Wir haben keine Zeit mehr. Das renommierte Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung berichtet über eine aktuelle Metastudie, also eine Studie, die zahlreiche andere wissenschaftliche Untersuchungen zusammenträgt und die das Risiko von sogenannten Kipppunkten betrachten. Ein Kipppunkt bezeichnet in den Klimawissenschaften den Moment, wo es zu unumkehrbaren, nicht mehr rückgängig zu machenden Umweltveränderungen mit katastrophalen Folgen kommt, da diese einen Dominoeffekt nach sich ziehen. Dies betrifft zum Beispiel das Absterben der Korallenriffe, das Abschmelzen der Gletscher und Eiswände oder auch das Auftauen der Permafrostböden. Nun ist es leider so, selbst wenn, und ich betone, selbst wenn es uns gelingt, die globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 zu halbieren, haben wir nur noch eine 50-prozentige Chance, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, wie im Pariser Klimaabkommen festgeschrieben. Jenseits dieses Niveaus, das heißt mit jedem Zehntel Erwärmung mehr, eskaliert das Risiko von Kipppunkten. Und das heißt, wir müssen alles daran setzen, die globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad zu beschränken. Und dafür müssen wir unsere Treibhausgasemissionen jetzt massiv reduzieren. Wir haben keine Zeit mehr. Nur wenn wir individuell und kollektiv Verantwortung übernehmen, können wir das Ziel noch erreichen. Wir müssen handeln. Gemeinsam und jetzt. Die TU Dresden steht an der Seite der Landeshauptstadt Dresden. Lassen Sie uns das Ziel, bis 2035 klimaneutral zu sein, gemeinsam angehen. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit unsere zwei Gastbeiträge haben wir gehört. Und jetzt kommen wir in die Fraktionsrunde. Und wie eingangs gesagt, es beginnt die CDU-Fraktion. Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, große Worte, die wir gehört haben. Ja, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen ehrlich sein. Dresden selber kann sich mit Energie, die es braucht, nicht selber versorgen. Das heißt, wir werden immer darauf angewiesen sein, auf Strom von außerhalb. Und das wird die Parameter und die Zeiten limitieren und begrenzen. Da sollten wir uns nichts vormachen, das wird der Maßstab sein. So. Das Thema wurde bei uns ziemlich kontrovers diskutiert. Es ging, als das Thema aufkam, es ging von, ist es überhaupt das Bürgerbegehren überhaupt zulässig? Sind die Stimmen in Ordnung? Aber zum Schluss haben wir uns da zusammengerauft und haben gesagt, okay, es ist bürgerschaftliches Engagement, vielleicht gefällt uns nicht immer das Ergebnis, aber die Stimmen sind da, also muss der Stadtrat damit umgehen. Und so werden wir uns dann dazu auch von halten. Klimaschutz sollte uns, angesichts des Klimawandels, das hatten meine Vorredner schon gesagt, sollte uns alle angehen. Hinzu kommt die aktuelle Energiekrise, die natürlich auch eine Rolle spielt. Wir als CDU, und das wissen Sie alle hier, haben bei dem Thema Klimanotstand damals die Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimakonzeptes in Auftrag gegeben. Das ist unser Thema gewesen. Deswegen halten wir es für wichtig, und dass es bis heute nicht umgesetzt wurde, kann ich nur sagen, vielen Dank, Frau Jenissen. Die Dresdner CDU hat ein eigenes Arbeitspapier gemeinsam mit der Sachsenenergie erarbeitet, um mit vertretbaren Maßnahmen das vorgegebene Ziel, was uns gesetzlich vorgegeben ist, 2045 zu erreichen. Und selbst da gibt es viele offene Fragen und ungedeckte Schecks. Und grüner Wasserstoff und alles, was man so hört, es sind alles nicht in den Mengen und in der Kurzfristigkeit verfügbar, als dass es wirklich in den nächsten Jahren die Probleme lösen kann. Und stellt sich daher schon die Frage, wie das Ziel 2035 ohne massive Einschnitte in Wirtschaft, Verkehr, Energiebereitstellung und in das Leben und auch in den Komfort der Dresdner erreicht werden soll.
Nun könnte man sagen, es ist nur ein Ziel und eine Jahreszahl. Aber Politik sollte verlässlich sein und realistische und umsetzbare Ziele formulieren. Und dabei vor allen Dingen auch die Bürger mitnehmen, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nun kommt das Bürgerbegehren aus der Mitte der Dresdner Gesellschaft und der Wunsch nach einem ambitionierten Klimaschutzziel ist völlig verständlich. Klimaneutralität 2035 und die entsprechende Fortschreibung integriertes Energie- und Klimakonzept sind jedoch sehr allgemein konkret gehalten, eine Forderung, und können sicher von jedem Dresdner unterschrieben werden. Ganz anders würde sich die Akzeptanz darstellen, wenn die dafür notwendigen Maßnahmen, möglicherweise wie Fahrverbote in der Innenstadt, das Pendeln weniger attraktiv zu machen mit dem eigenen Auto, höhere Verkehrs- und Energiekosten, wenn diese Maßnahmen konkret zur Diskussion stehen würden. Auch das Umgehen mit möglichen Auswirkungen, weil es auch Branchen gibt, die möglicherweise Arbeitsplätze verlieren würden, die abwandern würden, weil sie einfach von zu hohen Energiekosten etc. belastet sind. Auch damit müsste man umgehen. Man müsste auch möglicherweise umgehen, dass Arbeitskräfte in anderen Branchen fehlen, weil einfach Pendler es nicht mehr attraktiv finden, in ein teures Dresden zu kommen, zumindest was den Verkehr betrifft. Das wird Probleme, könnte Probleme im Handwerk geben und Wohlstandsverlust. Das sind unsere Sorgen, wenn man die Dinge ohne Maß und Mitte angeht. Deshalb reichen aus unserer Sicht ein Zielhorizont 2035 nicht allein. Man kann das Thema 2035 als übergeordnetes Ziel sicherlich unterschreiben. Das ist kein Problem. Aber es ist auch gut, und das ist heute unser Ansatz, dass man im Rahmen der Fortschreibung Energie- und Klimakonzept nicht nur konkrete Maßnahmen für bis 2035 benennt, sondern auch schaut, wie sind die Maßnahmen für 2040 und für 2045, weil gerade 2045, das ist die Linie, die uns vorgegeben ist. Der Zielhorizont ist aus unserer Sicht 2035 nicht für alle Maßnahmen realistisch. Deswegen wollen wir mit unserem Änderungsantrag auch gern das passfähige Maßnahmen für die Umsetzung Klimaneutralität 2040 und 2045 vorgelegt werden. Das ist auch der Punkt, wenn wir der ganzen Sache zustimmen können. Danke. So, es geht weiter in der Fraktionsrunde. Freie Wähler, Freie Bürger, wird das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann kommen wir zur SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde gerade schon sehr, sehr eindrücklich dargestellt. Es geht hier beim Thema Klimaneutralität 2035 als Zielstellung darum, welchen Beitrag kann Dresden zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels leisten. Kommen wir da unserer Verpflichtung nach oder bleiben wir mit einer sehr, sehr butterweichen Formulierung vor 2050, was auch immer das ist, im Status quo verharren. Und es muss ein Stück weit auch nochmal genauer betrachtet werden, über was sprechen wir in einer Stadt wie Dresden eigentlich. Wir sprechen in einer Stadt wie Dresden sehr, sehr oft hier im Stadtrat zum Beispiel über kommunale Liegenschaften, ob wie gut die gedämmt sind, ob da eine Photovoltaikanlage drauf ist. Das ist alles gut und wichtig und auch richtig. Wir sollten trotzdem aber nicht aus dem Blick verlieren, dass die kommunalen Einrichtungen, wenn man sich die verschiedenen Sektoren anschaut, mit Abstand den geringsten Anteil an den Treibhausgasemissionen in Dresden ausmachen. Die Hälfte der Treibhausgasemissionen in Dresden sind der Dresdner Wirtschaft auch zuzurechnen, was gut und richtig ist. Wir sind ja auch ein großer Wirtschaftsstandort, aber da werden die Hausaufgaben erst recht deutlich. Wir wissen, dass ein Viertel etwa den privaten Haushalten zuzurechnen ist und ein Viertel dem Verkehrswesen. Und insbesondere beim Verkehr konnten wir auch in den letzten Jahren sehen, dass die Fortschritte nur sehr, sehr langsam zu sehen waren. Wir müssen, wenn wir über Klimaneutralität sprechen, und da wir als SPD-Fraktion werden auch dieser Vorlage sehr, sehr gerne zustimmen, aber natürlich auch breiter denken. Es geht am Ende nicht nur um eine reine Verwaltungsangelegenheit. Es darf am Ende nicht nur darum gehen, hier andere Konzepte mit anderen Jahreszahlen zu beschließen, sondern wir müssen ernsthaft auch einen Blick haben, was das gesamtgesellschaftlich für Konsequenzen hat. Wir müssen zum Beispiel darüber nachdenken, wer soll denn eigentlich die ganzen Photovoltaikanlagen dann auf die Dächer bringen? Haben wir ausreichend Handwerkerinnen und Handwerker, die das dann auch tun? Das sind alles Konsequenzen, die wir hier in der Stadtgesellschaft dann auch mitdenken müssen. Und natürlich geht es auch um Konzepte.
Das integrierte Klima-, Energie- und Klimaschutzkonzept wurde schon erwähnt. Und vielleicht kann tatsächlich auch diese Vorlage heute hier ein neuer Startschuss dafür sein, dieses Konzept wirklich sinnvoll auch fortzuschreiben. Ehrlicherweise war der Prozess da bisher enttäuschend. Wir haben uns da, glaube ich, mit unserem Beratungsunternehmen, von dem wir uns ja auch getrennt haben, das war ja in der Presse zu lesen, ist ja kein Geheimnis, haben wir uns, glaube ich, ein bisschen verrannt und auch verzettelt. Ich glaube, da tut ein Neustart gut, und den können wir heute hier mit dieser Vorlage vielleicht auch angehen. Dresden sollte aber natürlich auch ein Eigeninteresse am Ausbau der erneuerbaren Energie haben. Erneuerbare Energien sind ein Standortfaktor und werden es zunehmend. Unternehmen werden ganz genau schauen, wo finden sie tatsächlich erneuerbare Energien vor und wo eben nicht, und werden auch davon Entscheidungen abhängig machen. Und wir sollten als Stadt, die auch auf gute Steuereinnahmen angewiesen ist, wir hatten die Diskussion ja vorher, sollten wir da wirklich ein sehr, sehr großes Interesse haben. Ich will an der Stelle tatsächlich auch sagen, dass ich positiv überrascht war von dieser Vorlage, auch positiv überrascht davon, dass es eine Vorlage der Stadtverwaltung des Oberbürgermeisters war, die offensiv gesagt hat, ja, wir nehmen uns diesem Thema auch an, und wir nehmen dieses Begehren einfach nicht zur Kenntnis, nicht nur einfach zur Kenntnis, sondern sagen auch, wir wollen positiv damit inhaltlich umgehen. Das ist wirklich sehr gut, und das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass wir diesen Mut auch an anderen Stellen noch haben. Ich will zum vorliegenden Ergänzungsantrag der CDU an dieser Stelle eine kleine Bemerkung loswerden lassen. Das mag ein Weg zur Kompromissfindung hier sein. Ich will an der Stelle aber auch sagen, dass die Sächsische Gemeindeordnung in § 24 hier aussagt, ein Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. Und die Formulierung im Bürgerbegehren ist, Klimaneutralität bis 2035 festzuschreiben. Und wir haben jetzt ja einen Änderungsantrag, der weitere Zielhorizonte hinzufügen will. Aus meiner Sicht passt das alles noch nicht so hundertprozentig zusammen. Es mag vielleicht den Weg für heute sein, aber ich glaube, wir werden da auch noch mit einer gewissen Deutlichkeit auch zulegen müssen. Und sicherlich wird das kein einfacher Prozess. Aber wir sind bei weitem nicht die einzige Stadt, die sich auf diesen Weg gemacht hat. In Jena, in Köln, in Stuttgart, in München, in Hannover, überall dort ist Klimaneutralität 2035 schon Beschlusslage. Und Dresden sollte heute auch einen klaren Schritt tun, um sich dieser Stadtreihe auch anzuschließen. Vielen Dank. Bei aller Sympathie, Beifallsbekundungen, weder positiv noch negativ, sind für Gäste nicht zulässig. Das ist ausschließlich dem Auditorium hier unten vorbehalten, also deswegen das bitte bei den weiteren Redebeiträgen beachten. Wir kommen zur nächsten Fraktion, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir reden hier über ein Bürgerbegehren zu einem Thema, über das wir in diesem Rat, ich bin ja erst seit 2019 Mitglied, schon trotzdem in der kurzen Zeit schon relativ häufig gesprochen, diskutiert haben und je nach Anwesenheitsquote mal so oder so abgestimmt haben. Ich finde es gut, dass wir jetzt ein Bürgerbegehren haben dazu, weil jetzt haben wir die Chance, mal die Bürgerschaft auch entscheiden zu lassen. Wir haben eine sehr schwammige Forderung, eine ehrenwerte Forderung. Wir wollen Klimaneutralität bis 2035. Wir wollen sicherlich ganz, ganz viele tolle Dinge. Wir wollen die Welt besser machen, wir wollen die Welt schöner machen. Alles bis am besten morgen. Die Frage ist allerdings immer, was steht dahinter? Es wird auf einen Maßnahmenkatalog verwiesen. Das ist schön. Die Frage ist, was soll denn oder was wird denn in diesem Maßnahmenkatalog drinstehen? Was wird denn dieser Maßnahmenkatalog für Auswirkungen haben für die Stadt, für jeden Einzelnen? Was bedeutet das für die Themen Mobilität, für die Lebensweise? Für Energiepreise, schauen Sie sich mal den Energiemix der letzten Tage an. Was bedeutet das für Kosten für Lebensmittel? Was bedeutet das für Arbeitsplätze in energieintensiven Industrien? Der federführende Ausschussbericht ist meiner Meinung nach der, dem wir folgen sollen. Das Bürgerbegehren zulassen, unabhängig davon, ob jetzt ein oder zwei Stimmen zu wenig sind. Gern lassen wir doch mal die Bürgerschaft entscheiden. Gern fragen wir doch mal die schweigende Masse. Gern fragen wir doch mal die Leute, die sich nicht auf die Straße stellen und demonstrieren. Befragen wir doch mal alle. Es wurden doch vor der Oberbürgermeisterwahl, wurde doch immer ganz groß propagiert, wie sie denn ausgehen würde. Das Ergebnis war ein anderes. Also hören wir mal auf die schweigende Masse, befragen wir die Bürger sehr gern. Deswegen, so wie der federführende Ausschussbericht ist,
Bürgerbegehren zulassen, aber Punkt 2 auf jeden Fall ablehnen. Danke. Als nächstes ist Fraktion Dissidenten an der Reihe, Herr Dr. Schulte-Wissmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich möchte heute mit meiner Rede versuchen, ein optimistisches Bild zu zeichnen. Erst einmal, Bürgerbegehren passiert nicht alle Tage. Ja, über 25.000, 30.000 Leute haben unterschrieben, am Ende das Quorum sehr, sehr deutlich übersprungen. Über 20.000 Unterschriften, das ist mal eine Ansage. Und das zeigt doch, dass die Menschen in Dresden ein Interesse an Politik haben, dass sie ein Interesse an Mitwirken haben. Und ich finde das wirklich klasse und ich finde es sehr schön, dass Dresden Zero das geschafft hat. Zweiter Punkt. Wenn wir über den Klimawandel reden, dann kommen immer in den Diskussionen sehr viele Ängste. Auf der einen Seite natürlich sehr berechtigt, die Welt wird heißer, Klimazonen verschieben sich, Migration von Tieren, Pflanzen, Menschen, es wird zu heiß zum Bewohnen, Wassermangel und so weiter und so fort. Das sind alles immer Horrorszenarien. Das ist zwar wahr, aber hilft vielleicht einer Diskussion nicht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, wir haben es ja gerade wieder gehört, wird der Energie teurer, was ist mit den Arbeitsplätzen, oh Gott, darf ich da nicht mehr hinfahren und so weiter und so fort. Was aber ist, ich habe ja gesagt, ich will ein positives, optimistisches Bild von der Zukunft zeichnen, was aber ist, wenn wir, und der erste Redner hat es in seiner Rede ja auch ganz deutlich der industriegläubigen Menschen gesagt, was ist, wenn wir viel mehr Arbeitsplätze haben, weil wir plötzlich all die Häuser dämmen und überall PV drauf machen? Was ist, wenn die Energie viel billiger und günstiger und konstanter wird, weil wir sie regenerativ quasi umsonst von der Sonne erzeugen und hier speichern? Wir sind noch nicht so weit, wir könnten aber technisch heute schon so weit sein. Was ist, wenn wir einen ÖPNV haben, der einen mehr oder weniger von jedem Punkt zu jedem Punkt bringt, gerechter, also sozusagen die Teilhabe für alle möglichen Menschen, auch für Leute mit weniger Geld, besser gesichert? Was ist, wenn wir das haben? Ja, was ist, wenn die Wirtschaft nicht leidet, sondern wenn die Wirtschaft, die Dresdner Wirtschaft, stärker ist? Wenn sie mehr Steuern produziert, wenn wir mehr davon haben. Und genau das ist das, was wir erreichen können. Es gibt keine Alternative. Wenn wir die Transformation hin zu einer CO2-neutralen Lebensweise, einer CO2-neutralen Welt angehen. Und wir müssen es heute angehen, weil was wir heute bauen oder was wir gestern gebaut haben, steht ja meistens noch 10, 20, 30 Jahre rum. Das heißt, wir müssen heute das Ruder endgültig rumreißen. Dresden Zero hat einen sehr guten Punkt im Raum-Zeit-Kontinuum gefunden, um heute hier im Stadtrat eine Abstimmung herbeizuführen. Denn, Herr Engel hat es angedeutet, leider ist das Klimakonzept immer noch nicht fertig, obwohl es schon vor 2 Jahren und 11 Monaten in Auftrag gegeben wurde. Aber es wird in 23, so ist meine große Hoffnung, in 23 Gestalt annehmen. Und da ist es natürlich eminent wichtig, was wir dort als Zielvorgabe hineinschreiben. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das heute angehen. Und eine Sache noch, die müssen wir kurz klären, Herr Oberbürgermeister. Wir haben ja ein diffuses Ausschussvotum. Ich schlage vor, dass wir einfach die Ursprungsvorlage abstimmen, ehe wir jetzt beim einen dazu und beim anderen entgegenstimmen müssen. Ansonsten, wenn das irgendwie falsch ist, bitte ich um einen Hinweis. Also, Dresden Zero, sehr gute Arbeit gemacht und ich hoffe, das geht gut aus heute. Dankeschön. Also, um auf die Frage zu antworten, es ist man kennt diffuses Ausschussvotum, das ist ein ganz klares. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich möchte mal da über die Originalvorlage abstimmen, müssten Sie es mal beantragen. Und gut, dann würde ich das dann später zur Abstimmung mal bringen, damit wir mal darüber klar sind. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Laczynski verzichtet. Dann Bündnis 90 Grünen, Herr Dr. Tepper. Herr Dr. Tepper? Herr Dr. Tepper, Sie könnten, wenn Sie wollen.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger und liebe Initiatoren von Dresden Zero. 25.000 Dresdnerinnen und Dresdner haben dieses Bürgerbegehren unterschrieben. 25.000 Dresdnerinnen und Dresdner haben erkannt, so kann es nicht weitergehen in dieser Klimakrise. Wir müssen mehr tun, um aus diesem menschheitsbedrohenden Krise noch halbwegs gut hinauszukommen. Und das bedeutet, dass das Ziel, was auch unsere Bundesregierung heutzutage noch hat, 2045 Klimaneutralität, nicht ausreichen wird. Frau Böhm von der TU Dresden hat das vorhin sehr gut begründet. Sie hat uns gesagt, was Kipppunkte sind. Und die Situation ist so bedrohlich, dass wir kurz davor stehen, solche Kipppunkte zu erreichen und zu überschreiten. Und von daher müssen wir mehr tun, als wir bisher getan haben, um die Zukunft kommender Generationen zu sichern. Die Zukunft gerade derjenigen jungen Menschen, die heute Nachmittag hier vor dem Rathaus demonstriert haben und uns klar gesagt haben, tut mehr, tut auch mehr in Dresden. Und es ist ja nicht so, dass es um irgendwelche entfernten Länder gehen würde, um andere Kontinente, sondern wir erleben diese Klimakrise hautnah bereits hier. Wir haben elendheiße Sommer, die die Gesundheit vieler Menschen eklatant beeinträchtigen. Und wir haben sterbende Wälder in Sachsen. Sie können das alle heute in der Dresdner Neuesten Nachrichten nachlesen. Ein schöner, großer Artikel darüber, was hier in unseren Wäldern los ist und was diese Klimakrise und die Dürre, die damit verbunden ist, bedeutet. Deshalb müssen wir das Thema auch hier in Dresden auf die Tagesordnung setzen, wie wir schneller zu Klimaneutralität kommen können. Und deshalb stellt sich ja zunächst mal die Frage, warum nun eigentlich 2035? 2035 deshalb, weil es ein realistisches Ziel ist. Wir haben die Technologien, die Klimaneutralität bis 2035 ermöglichen. Wir können Strom durch energischen Ausbau von Windkraftanlagen und Photovoltaik zu 100% klimaneutral erzeugen. Wir können die Wärmeversorgung bis 2035 durch Wärmepumpen, Abwärmenutzungen, Tiefengeothermie, Power to Heat und grünen Wasserstoff komplett dekarbonisieren. Wir können Busse, Straßenbahnen, Lkw und auch Pkw mit Strom fahren lassen. Wir können den öffentlichen Personennahverkehr und den öffentlichen Personenfernverkehr so attraktiv machen, dass immer weniger Menschen ein Auto brauchen. Wir können es, wenn wir wollen. Und darum geht es. Wir müssen wirklich die politischen Vorgaben setzen, damit eben auch alle Maßnahmen in Gang gebracht werden, die diesem Ziel dienen. Und insofern ist das überhaupt nicht schwammig, Herr Maloney, was eben hier gefordert wird. Das Ziel wird vorgegeben mit diesem Beschluss und wird festgeschrieben. Und die Maßnahmen sind auf dieses Ziel hin zu entwickeln. Und es gibt andere Städte, andere Großstädte in Deutschland, die uns das vormachen. Die Landeshauptstadt München hat bereits im letzten Jahr beschlossen, dass sie 2035 klimaneutral werden will. Und die Stadtwerke München sagen, wir schaffen das. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat im August diesen Jahres beschlossen, dass sie bis 2035 klimaneutral werden will. Und die Stadtwerke Stuttgart sagen, wir schaffen das. Also bitte erzählen Sie nicht, dieses Ziel ist nicht zu schaffen. Und man sollte eben auch nicht von Deindustrialisierung reden, sondern wir müssen das als Chance nutzen. Dresden ist eine Hightech-Metropole. Und gerade diese Technologien, die wir für eben diese Energiewende brauchen, die können wir hier in Dresden entwickeln. Damit können wir viele, viele Arbeitsplätze schaffen. Sehen Sie die Chancen, die sich damit stellen. So müssen wir es angehen. Und so sollten wir heute beschließen, um wirklich ein Zeichen von Dresden ausgehen zu lassen. Nun gibt es den Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion. Und wir haben lange darüber geredet. Und mir ist signalisiert worden, dass die CDU-Fraktion bereit wäre,
auf den Zielkorridor 2045 zu verzichten. Wenn Sie das tun, dann sind wir bereit zu akzeptieren, dass eben nochmal nach einem Zielkorridor 2040 geschaut wird, um eben diesem Anliegen von Dresden Zero hier im Stadtrat zu einer breiten Mehrheit zu verhelfen. Wenn wir uns auf das einigen können, dann bin ich Ihnen zu großem Dank verpflichtet und bitte auch alle anderen, denen damit zuzustimmen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Schäubach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, erstens, ich finde es sehr gut, wenn sich Menschen engagieren für unsere Gesellschaft, für unsere Stadt, wenn sie ein Bürgerbegehren initiieren, Unterschriften sammeln und sich einbringen. Das finde ich gut. Zweitens möchte ich sagen, dass wir von der Linken der Vorlage des Oberbürgermeisters zustimmen werden, und zwar beiden Punkten, das heißt erstens das Bürgerbegehren für zulässig erklären und zweitens im Sinne des Bürgerbegehrens heute hier im Stadtrat zu entscheiden. Drittens ist es mir aber ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen, worum es hier heute eigentlich geht. Ich habe in der vergangenen halben Stunde viele Argumente pro und contra Klimaschutz gehört und 2035 ja oder nein und unter welchen Bedingungen. Das ist aber alles heute gar nicht das Thema. Heute steht nicht die Frage zur Entscheidung, ob Dresden bis zum Jahr 2035 klimaneutral wird oder nicht und wie es das wird oder nicht, sondern der Stadtrat hat heute allein über eine rein formale Frage zu entscheiden. Der Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes lautet lediglich Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Das ist die entscheidende Frage, die wir heute zu beantworten haben. Und da müssen wir einfach prüfen, ist das Bürgerbegehren zulässig, dann haben wir dem zuzustimmen, oder ist es nicht zulässig, weil die Kriterien, die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann müssen wir die Nichtzulässigkeit feststellen. So einfach ist das. Und da gibt uns das Gesetz, die sächsische Gemeindeordnung, ganz klare Kriterien vor. Nämlich ist das Quorum erfüllt, 5% der Bürgerinnen und Bürger. Das ist der Fall, wenn wir uns die Unterschriftenzahl von rund 25.000 anschauen. Dann bedarf es einer Begründung. Die Begründung liegt vor, Kostendeckungsvorschlag liegt vor, Vertrauenspersonen sind genannt und ein Entscheidungsvorschlag. All das hat die Stadtverwaltung in der Vorlage geprüft, hat uns das dargelegt. Der Fachausschuss hat sich damit auseinandergesetzt und damit sagen wir, jawohl, die Voraussetzungen liegen vor. Es besteht ein Rechtsanspruch des Bürgerbegehrens darauf, dass wir die Zulässigkeit feststellen. Und wenn wir das tun, haben wir in einem zweiten Schritt die Frage zu entscheiden, findet über den Entscheidungsvorschlag ein Bürgerentscheid statt oder entscheiden wir als Stadtrat hier anstelle der Bürgerinnen und Bürger im Sinne des Entscheidungsvorschlages und beantworten diesen positiv. Auch das hat die Stadtverwaltung entsprechend vorgeschlagen und wir sollten dem folgen. Und jetzt ist noch eine Frage zu klären. Was ist denn eigentlich der Inhalt des Entscheidungsvorschlages? Weil ich habe da in der Öffentlichkeit viel gelesen. Ich habe heute auch viele interessante Dinge dazu gehört. Man muss noch mal zurückgehen. Vor fast 3 Jahren hat der Stadtrat gesagt, Klimaschutz ist die Aufgabe von höchster Priorität in dieser Stadt. Und er hat die Stadtverwaltung beauftragt, entsprechend das Energie- und Klimaschutzkonzept in diesem Sinne fortzuentwickeln, damit Dresden bis weit vor 2025 klimaneutral wird. Dieses Ziel sollte in dieses Konzept aufgenommen werden. Und jetzt haben wir hier mit diesem Bürgerentscheid im Grunde eine Änderung dieses Beschlusses. Es soll dieses Konzept jetzt entwickelt werden mit der Jahreszahl 2035 und es sollen Maßnahmen reingeschrieben werden. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Ich zitiere aus der Vorlage.
Die Angaben zur Kostenhöhe, welche den Abstimmungsberechtigten die finanzielle Tragweite und Konsequenzen der Abstimmungsentscheidung vor Augen führen, erscheinen plausibel, da Entscheidungsgegenstand ja zunächst lediglich eine Planungsleistung und noch nicht die Umsetzung der ambitionierten Zielmarke ist. Darum geht es heute. Wir entscheiden mit diesem Punkt 2 der Beschlussvorlage im Sinne des Bürgerbegehrens über eine Planungsleistung, nicht mehr und nicht weniger. Und wir sollten in der Öffentlichkeit nicht den Eindruck erwecken, wir würden heute darüber die Entscheidung treffen, ob Dresden bis 2035 klimaneutral ist oder nicht, weil wir das eben nicht tun. Und solche unredlichen Dinge sollten wir auch nicht in den Raum stellen, weil wir damit dem berechtigten Anliegen des Klimaschutzes keinen Gefallen tun, sondern wir sollten hier tatsächlich bei den Fakten bleiben und bei der Sachlage bleiben. Und noch etwas. Es fiel bereits. Kommen Sie zum Schluss. Ja, Herr Oberbürgermeister, ich komme zum Schluss. Wir haben vor fast 3 Jahren den Oberbürgermeister beauftragt, dieses Konzept aufzuschreiben. Es liegt bis heute nicht vor. Da können wir im Grunde jetzt 2030, 35, 40 reinschreiben. Diese Stadtverwaltung unter dem Oberbürgermeister und der Umweltbürgermeisterin kriegt es nicht mal hin, ein Konzept aufzuschreiben. Und insofern ist es natürlich die Frage, bis wann werden wir Dresden klimaneutral gemacht haben. Aber das ist, wie gesagt, eine Frage, die heute gar nicht zur Beantwortung steht. Und wir stimmen der Vorlage des Oberbürgermeisters zu, das Bürgerbegehren für zulässig zu erklären und im Sinne dieses Bürgerbegehrens zu entscheiden. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde beendet. Weitere Wortmeldungen waren Herr Genschmer und dann Herr Lazinski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dieser langen Haushaltsdiskussion und dem nächsten Tagesordnungspunkt ist es schon ganz interessant, was man hier hört. Normalerweise haben Sie eigentlich diese komplette Haushaltsdiskussion ad absurdum geführt. Normalerweise hätte Rot-Rot-Grün nie mit den CDU und der FDP einen Haushalt beschließen können. Wenn das alles so dramatisch ist, was Sie jetzt gerade bei diesem Tagesordnungspunkt beschließen, hätten Sie einen ganz anderen Haushalt beschließen können. Sie hatten es gerade in der Hand, diese Katastrophe abzuwenden. Wir werden uns als Fraktion auf jeden Fall bei diesen Vorlage enthalten. Vielleicht der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen abweichend, das vielleicht auch nochmal ablehnen. Aber jedenfalls, Sie hatten es gerade in der Hand. Ich kann es nicht mehr hören. Herr Schmelich hat es vor uns gesagt. Komplett andere politische Richtung, aber in der Haushaltsdiskussion haben Sie es gesagt. Sie haben es Grünen ins Stammbuch geschrieben und Herr Scholbach, Sie haben es jetzt genauso wieder eigentlich wieder widerlegt. Sie hatten es in der Hand, im Haushalt die von Ihnen gesehene Katastrophe zu bearbeiten. Das haben Sie nicht getan und diese Chance haben Sie aus Ihrer Sicht vertan. So, als nächster Herr Lazinski. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, nachdem Herr Scholbach ja schon einiges zu den formalen Kriterien genannt hatte, die letztendlich auch zu dem Beschluss heute führen sollten, ob dieses Bürgerbegehren zulässig ist oder nicht, würde ich vielleicht nochmal auf das eingehen, was Herr Scholbach weggelassen hat, nämlich das Problem, dass die sächsische Gemeindeordnung vorsieht, dass Bürgerbegehren zulässig sind, die sich mit Themen behandeln, die nicht bereits in einem kommunalen Gremium behandelt wurden. Bezieht sich dieses Bürgerbegehren jedoch auf einen Beschluss des Stadtrates oder eines anderen kommunalen Gremiums, gilt es, eine Frist von 3 Monaten einzuhalten, innerhalb der dieses Bürgerbegehren anzumelden ist und dann besteht 1 Jahr Zeit, um die Unterschriften zu sammeln. Das Problem hier ist, dass ja eindeutig aus dem Beschlussvorschlag hervorgeht, dass es sich eben dass sich dieses Bürgerbegehren auf den Beschluss zum IEK bezieht, was ja mittlerweile schon 3 Jahre her ist. Und dieses Bürgerbegehren wurde eben nicht innerhalb von 3 Monaten eingereicht, sondern erst 1 Jahr später. Das heißt, dass die formalen Kriterien eben nicht ganz erfüllt sind und deswegen auch wir heute nicht positiv über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens abstimmen können. Vielen Dank. So, jetzt gab es einen Geschäftsordnungsantrag, Herr Böhm. Jetzt sofort oder können wir noch erstmal ein bisschen Rednerliste abarbeiten? Vor der Abstimmung.
Das hat er nie gemacht. Er hat um eine Auszeit gebeten. Ich würde jetzt erstmal die beiden Redner, die noch auf der Liste stehen, noch abarbeiten und dann eine Auszeit einpflegen. Herr Lichti erstmal und dann Herr Wirtz. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Herr Schäuber hat natürlich in seiner im eigenen juristischen Luzidität die Sachlage formal völlig richtig dargestellt. Aber politisch hat dieser Antrag natürlich einen völlig anderen Sinn und ich glaube, man kann an ihm auch nicht so vorbeigehen in dieser Art und Weise, wie es hier getan worden ist. Ich selber kann für die Initiative nicht sprechen, aber ich kann sagen, wie ich diese Initiative verstehe. Diese Initiative ist ein verzweifelter Schrei der Initiatorinnen und Initiatoren, dass nicht genug passiert, um tatsächlich dem fortschreitenden, brutalen Klimawandel, wie wir ihn im letzten Sommer erlebt haben, auch nur annähernd ihn zu bearbeiten oder ihn zukünftig zu verhindern. Von daher ist der politische Sinn natürlich der, dass in diesem angestrebten Ziel 2035 eben auch die geeigneten Maßnahmen endlich eingestellt werden, um dieses Ziel auch zu erreichen. Ich warne davor, dass wir uns jetzt einfach, sage ich mal, auf diese formale Ebene stellen und sagen, naja, dann machen wir das, dann machen wir denes, jenes, dann machen wir vielleicht noch 2040 oder 45 oder vielleicht 2032 oder 30. Das ist nicht der politische Sinngehalt dieser Initiative. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, ob die Initiatorinnen und Initiatoren des Bürgerbegehrens nicht möglicherweise sogar einen Rechtsanspruch darauf hätten, dass das Bürgerbegehren durchgeführt wird, wenn hier dieser Stadtrat tatsächlich noch eine weitere Zahl neben die Zahl 2035 stellt. Nun kenne ich auch die Dresdner Rechtsprechung, auch des Kommunalrechtssenats und wahrscheinlich ist die Gefahr da leider nicht so hoch. Aber ich warne davor, dass dieser Stadtrat sich wieder einmal, wie so oft, um diese politische Entscheidung herumdrückt, andere Zahlen in den Raum stellt, sich herausredet, naja, wir machen ja erstmal einen Plan, wobei die Kritik ist vollkommen berechtigt. Es ist unerträglich, dass fast 3 Jahre nach dem Beschluss immer noch kein Klimaschutzkonzept vorliegt. Wir haben im Wahlkampf oft darüber geredet, woran das liegt, das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Deswegen, liebe Grüne, wirklich bei allem Verständnis dafür, dass man Kompromisse finden muss, irgendwann ist auch mal Schluss mit Kompromiss. Ich weiß, dass Sie sich auf diesen Weg begeben haben, aber Sie tun, lieber Wolfgang, du tust der Sache damit keinen Gefallen, sondern du gibst genau den Leuten, die keinen effektiven Klimaschutz wollen, denen gibst du wieder einen Vorwand, weiterhin nichts tun zu müssen. Und da kommen wir nicht voran. Und jetzt bin ich mal, ich glaube, der Kollege Maloney war es, ich habe ihm zugehört, ich saß hinten. Vielleicht hat er dann recht. Vielleicht brauchen wir diesen Bürgerentscheid. Das ist auch die rechte Seite des Hauses und auch diejenigen, die zweifeln, tatsächlich dann auch mal verstehen, dass das der Wille ist. Ich erinnere mich, nur als kleines Detail, in Nürnberg, wo wir dort waren auf der Exkursion, gab es so einen Bürgerentscheid und der war erfolgreich. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung haben uns gesagt, das hat tatsächlich in Nürnberg einige Bremsen gelöst und auch eine Einigkeit im politischen Raum hergestellt. Und deswegen kann ich wirklich nur appellieren, jetzt nehmen wir doch die Initiatorinnen und Initiatoren ernst, entweder bleiben wir bei diesen 35 oder dann machen wir eben doch diesen Bürgerentscheid. Als nächster Herr Wirtz, dann Herr Dr. Deppe. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier hochmögende Ziele. Bis 2035 soll Dresden klimaneutral sein. Ich möchte mal denen eine Stimme geben, die das nicht fordern, sondern die es am Ende auch machen müssen. Ich glaube, ich bin hier im Raum der Einzige, der schon mal einen Wärmeschutznachweis oder einen Energieeinsparnachweis geführt hat, der schon mal ein Windfundament berechnet hat. Und da ist bei mir ein bisschen Realismusalarm. Und ich finde es
bemerkenswert, dass die Frau Professor Böhm, sicherlich eine hervorragende Expertin, was französische Literatur und Kultur betrifft, hier diese Klimaforderungen aufstellt, während der Herr Professor Michael Beckmann, seines Zeichens Lehrstuhlinhaber der Energieverfahrenstechnik, den schönen Satz geprägt hat, erst ersetzen und dann abschalten, nicht umgedreht. Wir haben im Prinzip nicht die Frage zu entscheiden, es ist der Moment, wo Antisthenes vor 2500 Jahren den Athenern zugerufen hat, ihr könnt nicht beschließen, dass morgen alle Esel Pferde sind. So weit reicht eure Macht nicht. Und das Klima hat Kipppunkte, das ist unumstritten, aber wir lernen gerade, unsere Energieversorgung hat auch Kipppunkte. Und die testen wir gerade aus. Und ich kann nur sagen, am 6. Dezember, ich verfolge das sehr intensiv, haben 60 Gigawatt installierte Leistung Wind und nochmal 60 Gigawatt installierte Leistung Sonne. Insgesamt 120 Gigawatt, die haben in der Spitze jeweils 3 Gigawatt Leistung geliefert, mehr nicht. Und wer hier sagt, die technischen Lösungen sind da, der kennt sich damit nicht aus. Herr Dr. Deppe, Sie haben gesagt, die Energieversorgung ist kein Unsinn. Sie fangen an, unsachlich zu werden, Herr Dr. Deppe. Sie fangen einfach an, unsachlich zu werden. Ich bin es auch leid, mir von im Prinzip Sprachwissenschaftlern und Chefärzten erklären zu lassen, was technisch geht und was nicht geht. Das ist einfach so. Und ich muss mich auch gar nicht auf mich selbst berufen. Wir hatten vor kurzem bei der Gewerkschaft Verdi eine Veranstaltung mit Herrn Dr. Kuno, seines Zeichens der Geschäftsführer der Sachsen Energie, und den habe ich gefragt, sehen Sie eine Chance, dass Dresden bis 2035, die Sachsen Energie, dass die klimaneutral gesagt hat? Er hat gesagt, nein, 2040, aber eher 2045, 2040 vielleicht. Und solange Sie mit dem Herrn Dr. Kuno hier nicht ans Rednerpult holen, er sagt, wir schaffen das bis 2035, streuen wir den Leuten mit so einem Bürgerentscheid auch Sand in die Augen. Die technische Machbarkeiten, die Stabilität unserer Wirtschaft und unserer Finanzen sind genauso wichtig wie die Stabilität des Klimas. Das lernen wir gerade, und wenn das nicht ankommt, ist natürlich jetzt auch ein guter Moment, die Schockbilder gehen über die Welt, aber im Prinzip wie jetzt, wir kriegen das hier im Prinzip erzählt von Ärzten, von Professoren, also in reine Weg elitäre Menschen, die sich nicht Sorgen machen müssen, wie sie im nächsten Monat ihre Miete und ihre Heizungsrechnung bezahlen. Und wir müssen das vielleicht auch mal von unten betrachten, dass wir sagen, wir ziehen die Kosten hoch, wir machen CO2-Abgaben. Das funktioniert so nicht. Wir müssen die Leute natürlich mitnehmen. Und da kommen wir nochmal zu Sunfire. Sunfire verbrennt keine Wasserstoff, Sunfire verbrennt kein Erdöl, kein Erdgas, Sunfire verbrennt Kohle, und zwar in Form von Geld. In den 12 Jahren seiner Existenz hat dieses Unternehmen nie einen Cent Gewinn erwirtschaftet, sondern es geht von 1 Million bis 2020 zu 11 Millionen Verlusten im Jahr. Das heißt, hier ist natürlich auch ein gewisses Interesse da, diese Energie zu pushen. Jetzt kommen wir mal zu German Zero, wo es eigentlich drum geht. Sunfire möchte Ökofuels herstellen, während German Zero bestreitet, dass Ökofuels ein Weg zur Lösung sind. Das heißt, auch unter den großen Klimapolitikern und Klimaaktivisten besteht eine große Uneinigkeit, was die technischen Lösungen sein sollen. Und German Zero versteht doch seine eigene Dokumentation nicht. Wer sagt, oder wer hier steht hier drin, ich habe mir das alles durchgelesen, und das sind halt auch die technischen Unzulänglichkeiten und die Unplausibilitäten, die in diesen Papieren stehen. Sie sagen ja, Sie haben die Lösung, Sie haben sie nicht. Der Autobestand ich zitiere es aus dem Gedächtnis, in Deutschland ist im Durchschnitt 10 Jahre alt. Wenn wir 2025 den Verkauf und die Zulassung von Verbrennern verbieten, dann ist 2035 die Flotte klimaneutral. In Dresden ist die Bevölkerung durchschnittlich 44,7 Jahre alt. Alle, die älter sind in diesem Raum, sind nach German Zero tot. Es wird hier vollkommen verkannt, dass der Durchschnitt nicht das maximale Lebensalter ist. Es wird hier vollkommen verkannt, dass unsere Zugmaschinen vor unseren Trucks, die uns die Autobahn verstopfen, die Lagerhaltung auf der Landstraße, dass die 30 Jahre alt sind im Schnitt. Das heißt, mitnichten wird der Autobestand, wenn ich 10 Jahre lang da nichts verkaufe, dann klimaneutral sein, weil die Autos alle weg sind. Das stimmt nicht. Die Autos sind auch nach Kraftfahrbundesamt viel älter. Und solange solche Unplausibilitäten hier drinstehen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht hier mehr Schaden anrichten, weil Angst und Panik ist ein ganz schlechter Berater. Wir brauchen technische Lösungen. Wir brauchen im Prinzip ja auch mal die Leute von der TU Dresden, von der Energiewirtschaft und von der Energietechnik, und nicht vielleicht doch nicht so die Prorektoren, die in der Geisteswissenschaft tätig sind.
Und es ist ganz wichtig, dass wir auf die Techniker hören und auch das Machbare im Prinzip im Blick behalten, uns hier nicht im Prinzip eine Energiekatastrophe und eine finanzielle und eine wirtschaftliche Katastrophe aufbauen. Ohne Wirtschaftskraft, ohne Finanzen wird diese Energiewende nicht bezahlbar sein. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir noch zu Herrn Dr. Deppe und dann machen wir die Auszeit. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Wirz, das ist ja nun die Masche, die Sie hier gerne fahren, dass Sie der einzige Experte sind, der überhaupt die Dinge beurteilen kann und der hier reden kann. Der einzige Experte. Wenn wir über irgendwelche Bauangelegenheiten reden, dann wird der Bauingenieur hervorgekehrt, der der Einzige ist, der das beurteilen kann. Wenn wir hier über Klimakrise und Energiewende reden, dann sind der einzige Experte hier im Stadtrat, der das beurteilen kann, weil Sie schon mal einen Energieausweis ausgefüllt haben und ausgestellt haben. Das reicht dann für Ihr Expertentum. Also wenn Sie so kommen, dann kann ich Ihnen jetzt x Institute aufzählen, die sagen, dass das machbar ist und dass das umsetzbar ist und dass wir die Technologien haben und dass wir sie bis 2035 so weiterentwickeln können. Da kann ich Ihnen das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung nennen. Da kann ich Ihnen mehrere Fraunhofer-Institute nennen. Und da kann ich Ihnen auch die Technische Universität Dresden nennen, die sich ja ausdrücklich hinter diese Initiative Dresden Zero gestellt hat. Und jetzt kommen Sie bitte nicht an. Jetzt kommen Sie hier nicht an und disqualifizieren eine Prorektorin, die sich sicherlich mit anderen in der TU abgestimmt haben wird, bevor sie diesen Beitrag gebracht hat. Also so geht es nicht, Herr Wirz. Und von daher denke ich, bleibt es dabei, dass dieses ein Bürgerbegehren ist, was eben sehr wohl fachlich fundiert ist. Und ich weise noch mal darauf hin, ich habe es vorhin schon gesagt, die Landeshauptstadt München ist auch von der Verwaltung her eben klar dazu gekommen, dass sie sagen können, wir können 2035 München klimaneutral machen. Und die Stadtwerke München stehen dahinter und sagen, ja, wir machen das, wir kriegen das hin. Und in Stuttgart genauso. Also erzählen Sie mir doch bitte nicht, dass in diesen Stadtwerken in Stuttgart oder München, dass da keine Fachleute, Ingenieure, Experten sitzen würden, die die Dinge beurteilen können. So viel dazu. Und dann möchte ich gerne noch auf den Kollegen Lichti eingehen. Lieber Johannes, ja, 2035 ist das Ziel, was wir im Auge haben. Und das soll eben auch mit der Zustimmung zu dem Bürgerbegehren und der Übernahme durch den Stadtrat signalisiert werden. Nun hat die CDU einen Ergänzungsantrag gemacht. Und da sage ich einfach nur, wenn das dann dazu beitragen kann, dass wir hier nicht nur eine Zufallsmehrheit oder eine Zufallsablehnung dieses Antrages bekommen, dann ist das wirklich die Sache wert, dann ist es aller Ehren wert. Und ich sage dir auch, dass das in Abstimmung mit den Initiatoren von Dresden Zero passiert. So viel dazu. Zum Verfahren möchte ich jetzt noch mal kurz sagen, es ist doch so, dass wir eine etwas komplizierte Gemengelage haben, weil die Beschlussempfehlung des Ausschusses zum Punkt 1 zustimmend war und zum Punkt 2 ablehnend. Nun hat der Kollege Schulte-Wissermann beantragt, dass wir die Ursprungsvorlage zur Abstimmung stellen und als Ausgang nehmen. Das würde ich dann auch empfehlen, dem würden wir zustimmen. Wenn das keine Mehrheit findet, dann bitte ich um punktweise Abstimmung zu dem Votum des federführenden Ausschusses. Und dann müssen wir da eben getrennt abstimmen zu diesen beiden Punkten. Gut, vielen Dank. So, inständig hat Herr Scholbach gebeten, noch vor der Auszeit ranzukommen. Bitte schön. Na, so inständig war es jetzt nicht, lieber Herr Hilbert. Okay.
Ich möchte nur gern noch mal zum Gegenstand unserer heutigen Entscheidung zurückkommen, weil die Debatte ist jetzt wieder abgedriftet. Und das Entscheidende ist überhaupt gar nicht, ob man Sympathie für Dresdens Hero hat oder nicht. Das Entscheidende ist nicht, ob man die inhaltlichen Zielstellungen dieses Bürgerbegehrens teilt oder nicht. Das Entscheidende ist nicht, ob man Klimaneutralität bis 2035 für realistisch hält oder nicht. Das ist alles nicht die Frage. Die Frage, die es zu entscheiden gilt, ist jene, ob die Voraussetzungen dieses Bürgerbegehrens erfüllt sind oder nicht. Dazu hatte ich vorhin was gesagt und dazu steht ja auch einiges in der Vorlage. Nun ist von einem Redner angezweifelt worden, die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, weil er gesagt hat, dieses Bürgerbegehren richte sich gegen einen Stadtratsbeschluss und weil es sich gegen einen Stadtratsbeschluss richte, sei es verfristet. Und er bezieht sich damit offensichtlich auf eine Vorschrift, nämlich den Paragraphen 25 Absatz 3 Satz 3 der Gemeindeordnung. Ich zitiere diese Vorschrift kurz. Richtet es sich gegen einen Beschluss des Gemeinderats, muss es innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe des Beschlusses in öffentlicher Sitzung bei der Gemeinde eingereicht werden. Zitat Ende. Nun haben wir uns im Ausschuss für allgemeine Verwaltung genau mit dieser Frage auch intensiver auseinandergesetzt. Ich habe dazu auch verschiedene Fragen an die Verwaltung gerichtet. Für diese Fragen bin ich dann aus der dissidierenden Fraktion heraus öffentlich denunziert worden. Wir haben nicht von Ihnen, Herr Schulte-Wissermann, lieber Martin, du machst sowas nicht, das weiß ich. Du hast da Anstand. Wir haben, ist der Ruf erst ruiniert, ne? Wir haben dazu von der Verwaltung nochmal eine ausführliche Stellungnahme erhalten, eine Auseinandersetzung mit diesen Argumenten und mit den aufgeworfenen Fragen. Und aus meiner Sicht hat die Verwaltung in sehr überzeugender Weise dargelegt, dass sich dieses Bürgerbegehren nicht gegen den im Januar 2020 getroffenen Stadtratsbeschluss richtet, sondern dass es diesen Stadtratsbeschluss konkretisiert. Und das kann man auch, wenn man das einfach nebeneinander legt, den Beschlusstext des bereits getroffenen Beschlusses, wo davon die Rede ist, dass eben das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept überarbeitet werden soll und mit einem Maßnahmenkatalog versehen werden soll, der aufzeigt, wie die Stadt im Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten deutlich vor 2050 Klimaneutralität erreichen kann. Und wenn man sich den Entscheidungsvorschlag des Bürgerbegehrens hernimmt, der da eben 2050 oder weit 2050, die Formulierung deutlich vor 2050 ersetzt mit bis 2035. Da muss man sagen, das ist offenbar eine Konkretisierung und damit haben wir keine Verfristung und damit haben wir ein zulässiges Bürgerbegehren. Und deshalb ist meine Empfehlung, dem so entsprechend zuzustimmen. Das Bürgerbegehren hat den Rechtsanspruch darauf, dass wir genau diese Zulässigkeit feststellen. Und deshalb sollte der Stadtrat das auch tun. Und weil es eben nur eine Konkretisierung ist, ist auch ein Bürgerentscheid hier nicht erforderlich, sondern der Stadtrat kann genau in diesem Sinne dann auch selbst diese Entscheidung in der Sache treffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt noch Herr Wirtz und dann gehen wir in die Auszeit. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Dr. Deppe, dass Sie meinen Beitrag empört hat, das ist ja im Prinzip normal. Also ich habe Ihnen nicht nach dem Mund geredet, das ist natürlich klar, dass man da im politischen Umfeld eher auf Gegenwind stößt. Jetzt haben Sie sich da im Prinzip, haben Sie da persönlich mich beschimpft, das sei Ihnen auch gegönnt, aber überzeugt haben Sie mich nicht, Sie haben kein einziges Sachargument gebracht.
Und wie gesagt, ich habe erst vor 3 Wochen habe ich Herrn Dr. Kuno gefragt. Ich habe diese Antwort bekommen und ich denke mal an der Sachsenenergie, wenn wir über Klimaneutralität reden, kommen wir an dieser Stadt nicht vorbei. Da kann man sich über alles andere unterhalten, aber nicht über die Grundlagen der Energieversorgung. Und ich mache es nochmal für einen Arzt, vielleicht verstehen Sie es dann besser. Wir haben einen Patienten, der hat im Prinzip Klimawandel. Ne? Klimawandel und müssen wir was dagegen tun. Und als Arzt wissen Sie ja, der Patient kann nicht nur an der Krankheit sterben, sondern auch an einer kurpfuscherischen Therapie. Und davor müssen wir uns nämlich schützen. So, wir unterbrechen jetzt erstmal die Behandlung mit einer Pause und weitere Wortmeldungen kommen danach. Wir haben 5 Minuten maximal und Auszeit und danach gibt es weitere Redebeiträge, die sind schon signalisiert. So, meine Damen, meine Herren, können wir fortsetzen mit der Behandlung? Bitte die Plätze einzunehmen. Das ist eine Form der Höflichkeit, auch für die nächsten Redner, die kommen. Sie müssen nicht zwingend auf mich hören, aber es wäre trotzdem nett, wenn Sie es täten. Ja, ich kann einen Schluss machen für heute. Frau Frohwieser, Herr Maloney. So, jetzt war vor der Auszeit schon als Wortmeldung unterwegs Herr Lichti und dann Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eigentlich, Herr Krüger, wollte ich zu diesem Tagesanlass gar nicht sprechen. Der Herr Wirz hat es leider vermocht, dass ich jetzt zum zweiten Mal vorgehen muss, weil so geht es einfach nicht. Ich will mal versuchen, Herrn Wirz zu versuchen, den Kern einer möglicherweise berechtigten Kritik an der Klimaschutzpolitik von Herrn Wirz freizulegen, weil er selber formuliert ihn ja nicht. Wenn er darauf hinweisen wollte, dass es erhebliche technische Probleme zu lösen gibt, dann hat er recht. Wenn er möglicherweise darauf hinweisen wollte, ich weiß, ein falscher deutscher Konjunktiv, aber er passt so schön, dass man bei der Energiewende, bei der Klimaschutzpolitik aufpassen muss, dass nicht die Ärmsten und Schwächsten unter die Räder kommen, dann hat er recht. Oder auch die Mittelschicht, Herr Krüger, dann hat er recht. Das Problem ist bloß, er stellt sich hier hin und sagt, wie Herr Wolfgang Deppe zu Recht gesagt hat, ich bin der Einzige in diesem Rat, der technisch überhaupt irgendwie eine Ahnung hat. Dann sage ich aber, Herr Wirz, Sie haben ja schon öfters geredet, dann lassen Sie uns doch teilhaben an Ihrer technischen Intelligenz und sagen Sie uns, wie das Klimaschutzproblem gelöst werden kann in der Stadt Dresden. Dann machen Sie es doch bitte. Ich höre Ihnen zu, weil ich habe keinen technischen Sachverstand. Das sage ich ganz offen. Ich bin aber trotzdem in der Lage, zur Klimaschutzpolitik zu reden, weil es geht uns alle an. Und nicht nur die selbst eingebildete technische Intelligenz. Herr Wirz, solange Sie diesen Schritt nicht machen, sind Sie nichts anderes als der Verteidiger des zentralistischen, fossilistischen Komplexes, der uns in diese Katastrophe geführt hat. Und Herr Wirz, was Sie und Ihresgleichen nicht verstehen, ist, die Klimakatastrophe wird gerade die Ärmsten am meisten treffen und als erstes treffen. Deswegen ist eine wirkliche Klimaschutzpolitik Schutz für die Ärmsten und die Schwächsten dieser Gesellschaft. Und das verstehen Sie nicht. Und deswegen bleiben Sie nur der Verteidiger der alten industriellen Strukturen, die uns in diese Katastrophe geführt haben. Ein letztes. Sie haben gesagt, Sie hätten mit Herrn Dr. Kuno gesprochen. Für die Leute, die es nicht wissen, er ist Mitglied im Vorstand der Sachsenenergie. Jetzt sage ich, der Kaufmensch, der macht es sehr gut. Jetzt sage ich aber mal, und es tut mir leid, dass ich sagen muss, wo kommt Herr Dr. Kuno her?
Er kommt von der Firma Vattenfall. Da weiß jeder jetzt, was sein Hintergrund ist. Und bei der Sachsenenergie möchte ich mal daran erinnern, einen anderen Beschluss, den dieser Stadtrat gefasst hat. Nämlich den Beschluss im November 2020, die Sachsenenergie möge bis 31.12.2021, das ist jetzt ein Jahr her, ein Dekarbonisierungsgesetz 2035 vorzulegen. Die Sachsenenergie weigert sich bis heute, das zu tun. Und Herr Wirtz, da Sie ja so technisch fulminant beschlagen sind, wissen Sie sicher, dass die Sachsenenergie schon längst ein Konzept 35 und ein Konzept 45 in der Schublade hat. Sie hat es in der Schublade. Sie geht bloß nicht damit raus. Das hat einen Grund. Der Grund sitzt hinter mir. Also tun Sie nicht so, als ob. Schon richtig, wer da hinter mir sitzt. Der hat die Wahlen gewonnen, bloß er macht nicht das, was er bei seiner Wahl versprochen hat. Will sagen, die Berufung auf die Aussage eines Mitglieds des Vorstands der Sachsenenergie ist nicht geeignet, wie Sie es hier tun, darzulegen, dass eine effektive Klimaschutzpolitik in der Stadt Dresden nicht möglich sei. Deswegen kann ich wirklich nur appellieren, stimmen wir der Ursprungsvorlage zu, stimmen wir dem Punkt 1 zu, stimmen wir dem Punkt 2 zu und wehren wir uns gegen jede Verwässerung. Danke. So, jetzt haben Sie alle beleidigt und mal einmal ringsrum. Dann kann ich aber nur sagen, die Gremien der Sachsenenergie beschäftigen sich sehr wohl mit den Konzepten. Und das ist natürlich auch richtig, wo es ist, nämlich in den Gremien. Und der Aufsichtsrat geht da mit entsprechender Sorgfalt und auch mit Tiefgründigkeit davor. Jetzt Herr Böhm. Ja, lieber Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, was geben wir wieder für ein Bild heute in der Öffentlichkeit ab bei diesem doch wirklich wichtigen Thema? Man kann ja, und ob der Beifall jetzt aus der richtigen Ecke kommt, sei es mal dahingestellt, nein, bei dem Thema, wenn es um das Thema Klima geht, um das Thema Klimaschutz. Ich glaube, man sollte als Stadtrat doch versuchen, und da gebe ich Dr. Deppe vollkommen recht, egal ob Kollege Wirtz sicherlich mit technischen Aspekten ist ihm zuzustimmen, aber ich glaube, so ein Stadtrat sollte so ein wichtiges Thema doch in einer gewissen Breite machen. Und es ist aus unserer Sicht auch dann, auch nach dem, was in den letzten Wochen und Monaten so in der Außenwahrnehmung war, dieser zerstrittene Stadtrat, dann sollte man vielleicht versuchen, dann doch die Dinge zusammenzubinden. Deswegen werden wir den Kompromiss mitgehen und werden unseren Änderungsantrag auf 2040 reduzieren. Natürlich ist es völlig klar, und der Kollege Lichti hat neben seinen ganzen Beleidigungen, wie der Oberbürgermeister gerade so schön gesagt hat, hat er ja was Richtiges gesagt. 2045, das Konzept liegt ja bei der Sachsenenergie vor. Es ist sowieso der Weg, den Sie sicherstellen müssen, wo Sie gesetzlich verpflichtet sind, bis 2045 dort einen Weg aufzuzeigen. Also insoweit sind die Sachen eh da. Deswegen können wir uns auch, sage ich mal, dahingehend jetzt hinbewegen und sagen, okay, wenn es der Kompromissbildung dient und das Bild nach außen des Stadtrates in die Gesellschaft bei diesem wichtigen Thema, denn ich habe es vorhin schon gesagt, Klimaschutz sollte uns alle angehen. Vielleicht sind auch manche Wünsche etwas vorschnell und die technische Umsetzung wird uns dann doch sehr schwerer fallen. Und je schneller wir das wollen, umso teurer wird es für Industrie und Bürger. Aber nichtsdestotrotz, es ist jetzt spät, wir werden unseren Antrag dahingehend ändern, dass wir sozusagen den 2040 das machen. Und ich denke auch, das ist der einfachere Weg, wenn wir die Originalvorlage von der Verwaltung zur Abstimmung und dann unseren Änderungspunkt da mit dem Datum 2040 als Ergänzung nehmen. Danke. Geschäftsordnungsantrag, Herr Maloney. Sehr geehrter Oberbürgermeister, da ja beantragt wurde, über die Originalvorlage abzustimmen, beantrage ich, dass, sollte es dazu kommen, dass wir über die Originalvorlage abstimmen, dass wir dann dort punktweise abstimmen.
So, also werden wir wahrscheinlich sowieso punktweise abstimmen. Also, gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann kommen wir dazu, dass wir jetzt in die Abstimmung eintreten. Da ist zunächst der Antrag von Herrn Schulte-Wissermann gestellt, dass wir als Abstimmungsgrundlage die Vorlage nehmen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 20 Nein, 2 Enthaltung, dem wäre so stattgegeben. Also ist die Abstimmungsgrundlage erstmal die Vorlage. Dann gibt es dazu einen Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion, einen Punkt 3 einzufügen. Und ich betone nochmal, dass dann zusätzlich, muss dann heißen, den Zeithorizont 2040 zu berücksichtigen, also nur noch auf das 40, nicht das 45. Das war vom Einreicher selbst so geändert. Wer diesen Punkt 3 ergänzen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 21 Nein, 7 Enthaltung. Wäre so angenommen. Und jetzt war er gebeten, für die Schlussabstimmung das punktweise zu machen. Das tun wir. Also wer für den Punkt 1 ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 12 Nein, 1 Enthaltung, dann so angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Punkt 2. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 18 Nein, 4 Enthaltung, damit auch angenommen. Und wer dem Punkt 3 folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Nee, das war ein Änderungsantrag zum Punkt und das war keine Schlussabstimmung. Ja, 22 Nein, 7 Enthaltungen wird damit auch angenommen. Damit sind alle drei Punkte beschlossen. Mit Blick auf die Uhr, es ist 22 Uhr durch und damit schließe ich für heute die Sitzung. Wir sehen uns dann morgen 15 Uhr wieder hier im Raum und beginnen, wie bei der Tagesordnung festgelegt, mit Tagesordnungspunkt 10.